Wir haben den Retro-Fan und den Alex hier vorne. Und die werden uns jetzt gleich ein bisschen... Ja, ruhig mal Applaus. Ja. Und die werden uns jetzt gleich ihr neuestes Spielprojekt vorstellen. Und zwar, ihr habt ja schon mit eurem Spiel Space Lords auf der RGCD-Kompo das ist schon veröffentlicht und daran teilgenommen. Und ihr habt jetzt ein neues Projekt, das ihr für diese Kompo einreichen wollt und daran arbeitet. Ja, genau. Also wir werden dieses Jahr auch wieder an der RGCD-Kompo teilnehmen. Und das ist eine 16 Kilobyte Modul-Kompo, also die Spiele müssen alle in 16 Kilobyte reinpassen jeweils und werden dann halt auf Wunsch auch auf Modul dann halt eben released. Und ja, da nehmen jedes Jahr immer locker ein Dutzend Entwickler dran teil und es ist einfach eine schöne Sache, da dann halt mit dabei zu sein. Und ja, ich kann was zum aktuellen Spiel halt erzählen. Ja, sehr, sehr gerne. Was ist denn euer Projekt, das ihr dieses Jahr auf der RCG einreichen wollt? Ja, also da fangen wir am besten mal mit der Story an, damit man halt so ein bisschen den Hintergrund halt hat. Da fangen wir mal so an, also man stelle sich vor, man ist Mitarbeiter der Stadtwerke. Aber ich glaube, das wird man dann auch nicht so richtig verstehen. Also ganz von vorne. Die Grundidee ist ganz einfach, dass wir uns vorgestellt haben, dass nachts ja die Kinder von Monstern erschreckt werden. Das kennt ja jeder aus seiner eigenen Kindheit. Aber irgendwo müssen diese Monster ja hin, wenn sie nicht gerade nachts die Kinder erschrecken. Und die Vorstellung war eben ganz einfach, dass die sich in die Kanalisation zurückziehen. Jetzt kommt der Mitarbeiter der Stadtwerke ins Spiel, in Form des Spielers, der sich halt in der Kanalisation bewegt und dort im Bereich der elektrischen Müllpressen, die Festbestandteile zusammendrücken, versucht diese Monster halt zu eliminieren. Und das macht er dadurch, dass er halt schon vorher eingefangene Monster positiv auflädt und diese dann auf die noch vorhandenen Monster schießt, sodass die neutralisiert werden. Das Ganze ist im Sinne dieser völlig abstrusen Spielestories der 80er, 90er und auch aktuellen Jahre und unterscheidet sich daher nicht von dem, was man heutzutage auch so geboten bekommt als Hintergrundstory. Das Spiel selber werden wir gleich dann ein bisschen genauer noch zeigen. Ja, wunderbar. Ich würde sagen, der Kollege von der Technik spielt uns mal den Startscreen ein. Wunderbar. Da haben wir es, Monster Busters. Genau, das Spiel heißt Monster Buster. Wir haben ja schon das reine Logo, nachdem das dann fertig war, auf der CSDB released und halt auch im Forum 64 ein bisschen bekannt gemacht, um schon mal so ein bisschen Lust zu wecken, aber nicht zu viel zu verraten. Also weder diese Hintergrundstory noch der Name des Spiels erklärt allzu viel. Das gebe ich gerne zu. Das wollen wir heute ändern. Und ich würde sagen, um die Neugier zu stillen, spielen wir es einfach mal kurz an. Ja, gut, kann ich gerne machen, dann gehe ich mal dazu. Ja, gehen wir rüber. Okay, jetzt versuche ich, dem Beamer nicht im Weg zu stehen. Und dann können wir ja beim während dem Anspielen, oder ich komme einfach mit rum. Ja. Und dann können wir während dem Anspielen noch so ein klein bisschen zur Spielmechanik und sonstigen Sachen drüber erzählen. Genau. Also sobald ich jetzt den ersten Level starte, wird, denke ich, mit den meisten Leuten klar, um welche Spielmechanik es sich handelt. Es ist im Prinzip ein Clone eines sehr bekannten Spiels. Und ja, wie gesagt, wenn ich jetzt gleich starte, dann wird man das halt erkennen und dann erkläre ich noch ein bisschen mehr dazu. Okay. Noch zu den Sachen, die man jetzt sieht, ist zu sagen, dass wir befinden uns halt im Alpha-Stadium. Viele Grafiken sind halt noch nicht unbedingt fertig und die reine, sagen wir mal, Spielmechanik funktioniert zwar, aber es sind halt noch Bugs drin und einiges an Grafiken und so weiter wird noch hinzugefügt. Auch jetzt die Auswahlmenüs sind noch nicht ganz so, wie sie später sein sollen. Okay. So, jetzt kann man wahrscheinlich schon das eine oder andere erraten. Also wir haben an dem unteren Level, im unteren Bereich des Bildschirms, haben wir halt eine Kanone, sag ich mal. Die kann man halt frei steuern mit einem Joystick oder halt eben auch mit einem Paddle.
Man kann nun das Monster, was sich halt unten in der Kanone befindet, mittig kann man halt hochschießen, und wenn man oben mehr als drei Elemente halt zusammenfügt, verschwinden diese halt. Und Elemente, die dadurch halt frei hängen, die verschwinden halt mit. Hat der eine oder andere vielleicht schon mal auf anderen Plattformen gesehen. Ich zeige das hier einmal kurz, wie das halt eben abläuft. Und man sieht sofort, das Spielprinzip ist halt Puzzleball oder auch What's the Move. Also das ist das ein und das gleiche Spiel, hat in, ich glaube, Europa und Japan, USA unterschiedliche Namen gehabt. Beide nicht unbekannt, ja. Ja. Und wir haben hier halt, wie gesagt, das grundsätzliche Spielprinzip von Puzzle Bobble halt eben übernommen, haben es aber in etwas anderen Kontext gepackt. Also wir haben halt eben keine Bubbles, mit denen man schießt, sondern wir haben halt Monster. Und weil wir fanden, dass das halt grafisch noch ein bisschen spannender halt ist, wir haben auch mehr Monster, als es in dem ursprünglichen Spiel Bubbles gab. Die spielt man sozusagen nach und nach frei. Also es werden nicht alle gleichzeitig sichtbar sein, aber in höheren Levels kommen dann halt andere hinzu. Wer rausfinden will, wie viele es im Endeffekt sind, der muss es halt durchspielen. Ne? Also es gibt ja von Puzzle Bobble und What's the Move nun wirklich viele, viele Clones auf fast jedem erdenklichen System. Aber ich glaube, auf den 8-Bit-Geräten noch gar nicht so sehr. Ja, genau. Also die 8-Bit-Geräte wurden da halt ausgelassen. Das Spiel beherbergt halt so ein paar Probleme, die halt auf 8-Bittern halt schwierig zu lösen sind. Zum Beispiel? Zum einen ist es ja sehr wichtig, dass man halt unterscheidbare Farben in diesen ursprünglichen Bubbles halt hat. Das ist ein Vorteil, ja. Und üblicherweise sind das, glaube ich, so 8 verschiedene Bubbles. Und wenn man jetzt zum Beispiel beim C64 den allbekannten und sehr beliebten Char-Modus verwendet zum Darstellen, dann hat man halt pro Char halt nur eine Farbe frei und die anderen zwei Farben werden sozusagen geteilt, beziehungsweise plus inklusive Hintergrundfarbe 3 Farben. Und das heißt, man würde diese Bubbles halt irgendwie mit dem Hellgrau, Dunkelgrau und dann halt einer spezifischen Farbe darstellen. Das wäre halt ein bisschen langweilig. Und deswegen sind wir hier jetzt auch von dem Char-Modus weggegangen. Wir sind halt im Koala-Bitmap-Grafik-Modus, sag ich mal. Und so haben wir halt mehr freie Farben zur Verfügung. Und ich denke, dass das, diese, ich sag mal, Farbarmut auf den 8-Bittern, das teilt sich der C64 mit dem Atari 800 etc., die gleichzeitig verwendbare Anzahl der Farben, dass das so ein bisschen dazu geführt hat, dass es schwierig ist, das halt auf 8-Bittern umzusetzen. Und zusätzlich kommt noch hinzu, dass es eigentlich auch sehr viele Elemente sind, die man halt bei den 16-Bittern, auf denen das Spiel halt entstanden ist, halt mit Sprites und so weiter halt erschlagen hat. Wir haben hier aber auf dem C64 nur 8. Dank Multiplexing jetzt halt erheblich mehr, aber 8 pro Zeile, und damit kann man natürlich diese Objekte halt eben auch nicht alle darstellen. Wir arbeiten hier mit Chars, die wir halt in den Grafikmodus einblenden. Also technisch schon ziemlich weit in die Trickkiste gegriffen. Ich würde sagen, da gehen wir nachher noch ein bisschen detaillierter drauf ein. Jetzt schauen wir uns das Spiel einfach noch ein bisschen an, und du hattest vorhin schon erwähnt, dass ihr ein paar kleine Unterschiede auch im Gameplay habt. Welche Unterschiede gibt es denn genau zum Original Puzzle Bobble oder What's the Move? Ja, zum einen haben wir als Einschränkung vorneweg keinen Zweispieler gleich, also keinen Modus, wo zwei Spieler gleichzeitig spielen können. Diesen Splitscreen, den man halt kennt, das können wir einfach deswegen nicht realisieren, weil uns dafür die Anzahl der Sprites einfach fehlen. Wir arbeiten also, es spielt immer nur ein Spieler gleichzeitig oder eben alleine. Und dann haben wir als Unterschied halt, dass wir unten in dem Bereich, wo die neuen Monster angezeigt werden, halt statt eines zwei anzeigen, sodass man schon mal ein bisschen vorgewarnt ist, was so kommt. Ne, das kann man hier dann halt sehen. Und was haben wir denn noch als Unterschiede? Achso, ja, genau. Im Original Puzzle Bobble sind nur fertig layoutete Screens, Spiellevel drin. Wir haben hier, wir werden hier halt eben zwar auch eine Anzahl von fertigen Levels machen, aber auch zufallsgenerierte. Sodass man mehr oder weniger unendlich halt dann damit halt spielen kann.
Schön, also durchaus bekanntes Konzept, aber mit einigen Änderungen, die das Ganze durchaus nochmal wieder wesentlich interessanter und auf jeden Fall spielenswert machen. Ist das Projekt schon fertig oder seid ihr noch mitten in der Entwicklung? Wo befindet ihr euch momentan? Ich stelle mich mal gerade wieder... Ups. Anders hin, drehe ich nicht immer den Leuten den Rücken zu. Ja, das Spiel ist, ja, ich würde mal sagen, Alpha-Stadium. Also grundsätzliche Elemente sind halt drin. Die Elemente scrollen runter und er erkennt, was halt alles entfernt werden muss, wenn man was getroffen hat und so weiter. Und die Drehroutine arbeitet. Da sind wir auch schon sehr glücklich. Ich würde sagen, von der Grafik sind so 90% fertig. Es werden noch, ich sag mal, so ein bisschen Effekte erzeugt werden mit Sprites, wenn halt die Elemente gelöscht werden, die Monster. Das ist momentan, wird es einfach nur ausgeblendet. Da wird noch so ein bisschen mehr Effekthascherei kommen. Und unten bei der Kanone, da wo jetzt so Zahlen dran stehen, 1, 2, 3, 4, 5, da wird dann halt auch noch an den Sprites gearbeitet, weil die halt... Das Problem ist ganz einfach, dass wenn Sprites hinter Chars liegen, dann sind bestimmte Farben halt transparent und man sieht dann halt Teile dieser Sprites durchgucken. Das sieht man jetzt noch, das ist nicht so schön in Form dieser, im Bereich dieser Nieten, guckt dann halt immer irgendwas durch und da müssen spezielle Sprites erzeugt werden, die das dann halt jeweils abdecken. Da werden wir noch so ein bisschen dran rumfummeln müssen, bis das dann halt so vernünftig läuft. Ja, und dann fehlen uns quasi sämtliche Level. Wir haben momentan 3 Testlevels. Und es sind halt auch noch etliche Bugs, wenn das ab und zu mal irgendwo ein Monster halt irgendwo hängen bleibt oder sonst irgendwas. Das muss natürlich auch alles behoben werden. Zwischensequenzen, schönes Game Over. Wir haben noch keine Sounds, also wir haben momentan Ingame-Musik nur deswegen, weil diese Musik, die soll später nur im Titelscreen laufen und wir wollen dann halt Soundeffekte haben, aber wir haben noch keinen einzigen Soundeffekt, deswegen läuft die Musik halt durch. Also es wird noch diverse Optimierungen geben, bis es dann im November, bis die Kompo dann halt endet. Bis zu dem Release-Datum, da werden wir noch einiges zu tun haben. Also noch viel Arbeit vor euch, aber für dieses frühe Stadium von dem Projekt finde ich schon sehr imposant. Macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Wir hatten vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, dass ihr sehr tief in die Trickkiste gegriffen habt bei dem Projekt. Wer möchte da jetzt am liebsten noch ein bisschen was drüber erzählen? Ich kann mir das über die Sprites erzählen. Also man sieht zwar nicht, man erkennt zwar nicht sonderlich viele Sprites, aber auf dem Bildschirm sind gerade 29 zu sehen. Der 64er kann, glaube ich, irgendwie nur 8, oder? Wie macht ihr dann 29? Er kann 8 pro Zeile. Man kann halt tricksen und dann verschiedene Zeilen verschiedene Sprites anzeigen. Aber wir müssen trotzdem aufpassen, dass wir in einer Zeile nicht über 8 kommen. Das ist clever. Ja gut, die Technik nutzen andere auch. Das macht es nicht weniger clever. Ich kann dazu vielleicht noch sagen, bei den Sprites gibt es halt ähnliche Probleme wie bei Chars. Das heißt, die teilen sich die meisten Farben und man hat auch nur eine Farbe dann frei. Und da wir halt Elemente haben, die sich halt in 3 Farben unterscheiden, muss man dann halt eben auch sehr stark tricksen und dann halt Sprites, also Elemente, die aussehen, als wären sie ein Sprite, bestehen dann teilweise aus 3 oder 4 Sprites, die übereinander gelagert sind, weil wir aus jedem Sprite nur eine freie Farbe gebrauchen können. Und dadurch verbrauchen wir dann halt relativ viel, weil wir halt eben auch möglichst farbenfroh im Bereich des Spielfelds halt arbeiten wollen. Also die Monster, die hochgeschossen werden, die bestehen jeweils aus 4 übereinander gelagerten Sprites. Also schon einiges, was da aus der Trickkiste rausgeholt wurde. Den anderen wird vielleicht noch interessieren, wie sieht euer Entwicklungsprozess aus? Programmiert ihr das direkt auf dem 64er? Macht ihr das über einen Cross-Compiler? Wie sieht eure Entwicklungsumgebung aus und generell der Prozess, wie ihr das Spiel dann letztendlich auf den 64er bekommt? Ja, also wir arbeiten mit klassischer Arbeitsteilung. Ich mache halt die Grafik und Alex codet. Und Taksim als Dritter im Bunde macht halt die Musik. Und es ist halt so, dass die Zulieferer der Assets, also Grafik und Sound, Alex die zukommen lassen. Taxi macht das halt einfach per E-Mail-Anhang, dass er die Musik rüberschickt. Und Alex und ich teilen uns eben einen Dropbox-Account sozusagen. Und ich lege dann dort halt die Grafiken ab, also die erzeuge ich auf dem Mac in Photoshop oder anderen Grafikprogrammen, was gerade so ansteht. Und
legt die dann als PNGs, große Grafiken halt ab und Alex hat dann entsprechende Tools, mit denen die Sachen dann zerschnibbelt, in Sprites, Chars, Grafik und so weiter halt verwandelt werden und dann gleich im aktuellen Projekt dann halt eben verwurstet werden, nachdem ich die halt aktualisiert habe. Also auch relativ aufwendig und sehr viel Arbeit, die da mit drin steckt. Wenn man jetzt tatsächlich Interesse hat und Lust auf dieses Spiel bekommen hat und wenn das dann irgendwann fertig ist, wenn das auf der Compo released wurde, und man möchte dieses Spiel jetzt gerne haben, möchte es selber spielen, wo kann man das dann herkriegen, was muss man tun, um das an seinem eigenen 64er zu Hause zu spielen? Ja, also erst einmal ist es so, wenn die Compo beendet ist, an dem gleichen Tag werden alle Spiele, die daran teilnehmen, auf der CSDB, die dürfte den meisten hier bekannt sein, released werden als ein großes Release, wo dann halt eben alle Spiele halt drin sind. Man kann sie dann halt dort auch bewerten und alles Mögliche mit anstellen, spielen, nachdem man sie runtergeladen hat, auf eine SD-Karte packen oder wie auch immer auf den C64 bekommen oder halt in den Weiß halt spielen. Danach wird das Spiel dann nochmal abgeklopft auf Fehlerchen, Optimierung etc. Und dann wird mit großer Wahrscheinlichkeit bei RGCD dann ein 16K-Modul dann produziert werden und das kann man dann halt über die beziehen. Die Sachen liegen dann meistens so bei, weiß ich auch nicht, so 20 Pfund oder sowas? Oder? 19-20 Pfund sind es, glaube ich. Das Modul mit Anleitung und Package und so weiter, so wie man die von RGCD üblicherweise kennt, ist immer sehr nett, alles schön verpackt und so weiter. Okay, also für ein komplettes Modul mit Verpackung, Anleitung und allem drum und dran, denke ich mal, ein durchaus fairer Preis, vor allem wenn man bedenkt, wie viel Arbeit und dann auch Logistik hinterher drin steckt. Super, wunderbar. Ich bedanke mich bei euch für diese wunderbare Vorstellung, wenn der eine oder andere vielleicht sogar eine Frage hat. Ganz viele. Wir haben ganz kurz, wir haben ein Beispiel, das Ganze wird dann, wenn das dann als Modul fertig ist, ungefähr so aussehen. Vielleicht kann man das. Ja, das kann ich doch nochmal halten. Ja, genau. Wunderbar, also es ist wirklich qualitativ hochwertig dann. Das ist allerdings die Deluxe Edition. Es gibt meistens auch eine Standard Edition. Ich weiß nicht, ob das immer noch so gehandhabt wird. Die ist in einer etwas kleineren Pappverpackung und die Deluxe sind dann in diesen Videokassetten-ähnlichen Verpackungen halt. Aber das Modul selber, Anleitung und so weiter ist identisch. Ja, für uns gibt es sowieso nur Deluxe. Normal machen wir gar nicht. 25 Millionen Fragen. Der hat dort vorne in dem blauen T-Shirt. Eine Frage war... Wir brauchen ein Richtmikrofon. In dem originalen Puzzle-Bobble, da gibt es für Anfänger immer so eine Hilfslinie am Anfang. Ginge sowas da auch, oder? Wir haben es nicht realisiert. Das Problem ist ganz einfach, um so einen freien Winkel darzustellen, müsste man das eigentlich mit freien Grafikelementen, die Sprites machen, und wir haben faktisch einfach keine über. Okay. Deswegen machen wir das nicht. Die zweite Sache, das ist eine Wette zwischen uns beiden. Der Henning, den ihr vielleicht kennt von RetroTV, der kann auch programmieren. Und wir haben uns gerade darüber unterhalten, diese ganz weich fließende Bewegung von der Kanone, wenn ich sie so nennen darf, ist die Bild für Bild gepixelt worden und wechselt dann das Bild ständig oder ist das eine Berechnung, dass das so in den Winkel sich verhält? Gemischt, sagen wir mal. Also diese Kanone, der untere Bereich, der große Bereich, das ist ganz einfach eine in Chars gebaut. Das sind einfach sozusagen Charakter, die werden in den Grafikschirm eingeblendet. Darunter befinden sich zwei, ich sag mal, Kugeln. Die sind als eine größere und eine kleinere, die sozusagen das Kanonenrohr bilden. Und die sind ursprünglich, sind die berechnet worden von den Winkeln her. Alex hat dann aber ein HTML-basiertes Tool geschrieben, in dem ich sozusagen für jeden einzelnen Grad, für jeden einzelnen Winkel pixelweise beide Elemente beliebig verschieben kann. Das heißt, die drehen sich nicht, sondern die bleiben in sich stehen und ändern nur ihren Mittelpunkt ab. Ja, genau. Und das ist vorberechnet und ich habe das danach handoptimiert. Und dann haben wir als Ergebnis haben wir eine Tabelle, die Alex dann wieder in das Programm halt eingießt. Und ursprünglich war gedacht, dass das sozusagen damit fertig ist. Aber das Problem ist eben, was ich eben schon mal kurz geschildert habe, dadurch, dass die Vordergrundchars nicht komplett deckend sind, sondern die dritte Farbe transparent ist. Genau, die Nieten müssen wir halt dann das größere von den beiden Sprites je nach Winkel austauschen. Durch welche, wo dann halt die entsprechende durchscheinende Farbe identisch ist mit der, die durchscheint.
Also da müssen wir jetzt auch noch ein bisschen rumtricksen. Es ist noch nicht ganz klar, ob wir mit 5 verschiedenen Sprites für die Winkel auskommen oder ob wir 7 nehmen müssen. Das ist noch nicht ganz klar. 24 Millionen habe ich vergessen. Eine hätte ich jetzt noch. Das okay. ist aber eher eine Idee oder ein Tipp. Du hattest vorhin gesagt, dass man die Musik jetzt die ganze Zeit hört, aber ihr möchtet gerne Sound bei euch haben. Wäre vielleicht eine Idee, dass der Spieler sich das aussuchen kann, ob er jetzt Sound oder Musik haben möchte? Könnte man zwar überlegen, aber momentan ist die Musik für Dauerbeschallung eigentlich gar nicht so... Ja, also ich finde sie nicht nervig, aber der Loop ist halt relativ kurz. Ich glaube, der liegt so bei 3 Minuten oder so, ich bin nicht ganz sicher. Und wenn man dann irgendwie eine halbe Stunde spielt und alle 3 Minuten wiederholt sich das... Darum darf man sich das ja aussuchen. Gut, könnte man eventuell noch über nachdenken, aber sagen wir mal, das ist halt, der Sound ist so gemacht worden, dass er halt fürs Intro halt ausreichend lang ist und man dann halt eben entsprechend Geräusche hat. Und beides ist auf dem C64 zusammen halt schlecht möglich, weil man nur 3 Soundkanäle hat und wenn man dann halt 2 für Musik, 1 für Sound hat, dann gibt es keine überlappenden Sounds und es ist wirklich ausgesprochen schwierig. Okay, dem Mann in grün mit dem schwarzen T-Shirt fallen gerade schon die Arme ab. Jetzt, erste Frage war, baut ihr auch die Steuerung mit Pedal ein? Ist schon drin. Das ist auch ein Unterschied zum Original, das funktioniert nur mit Joystick und wir haben hier eine Pedal-Steuerung, da kann man direkt sozusagen die Position ansteuern, das läuft schon. Also nicht nur ein Klon vom Original, sondern sogar noch besser wie das Original. Das hoffen wir. Und dann hatte ich noch eine Frage, also wegen der Musik, ich kenne es tatsächlich auch mit Musik im Spiel und keine Sounds schöner, also bei Bubble Bobble oder Puzzle Bobble hat man ja auch mit den 3 Minuten Loop, der hat ordentlich auf die Eier gegeben, das ist ja auch und dann die Anfrage anschließend daran, aber wahrscheinlich ist dadurch das Programm zu groß, ist ja mittlerweile echt verbreitet, dass die Leute 2 Sounds für den C64 haben, dass man dann ja vielleicht die Möglichkeit hätte, Sound und Musik gleichzeitig laufen zu lassen über den 2. Soundchip, weil das ist ja mittlerweile keine Besonderheit mehr, das haben ja recht viele sogar mittlerweile. Also als Feature mit Anbieten, wenn es reinpasst, der Code ist ja schon recht voll wahrscheinlich. Haben wir überhaupt noch nicht drüber nachgedacht? Guter Tipp. Müssen wir mal gucken, ob das halt machbar ist. Wie viel das Mehrcode ist, wissen wir jetzt halt nicht. Können wir uns gerne angucken. Und wenn es halt nicht viel Speicherplatz kostet, kann man das natürlich realisieren. Wir sind jetzt momentan ist das Spiel schon größer als das Modul. Das Ganze funktioniert nur dadurch, dass wir halt... einzelne Teile jeweils mit Exomizer packen in dem Modul und das wird dann halt eben dekomprimiert im Speicher, sodass wir halt damit hinkommen. Also wir sind jetzt schon bei, ich weiß nicht, Alex? Ich glaube 24, 28K ist das groß, aber dadurch, dass wir mit Double Puffering beim Screen arbeiten müssen, haben wir natürlich 16K für den Screen weg und dann noch diverse Ks für Sprites, die alle doppelt sein müssen. Also wir haben relativ viel RAM einfach weg. Ja, zu den Sprites, genau, das hatte ich vergessen zu erwähnen, die sind halt animiert später, momentan sind die statisch, die haben alle eine zweite Phase mit, was weiß ich, Augendrehung, Mund auf, zu, Kopfdrehung und sowas, sodass die halt im Spiel dann nachher auch alle so ein bisschen durchanimiert werden und das kostet natürlich auch jedes Sprite und Grafikelement dann halt 2-mal vorrätig zu haben. Wunderbar, sonst noch Fragen? Keinen mehr. Wunderbar. Dann hätte ich vielleicht noch eine ganz kurz zum Abschluss. Wenn die Leute jetzt noch ein klein bisschen mehr sehen wollen, können die bei euch einfach noch vorbeikommen? Könnt ihr dann noch ein bisschen zeigen? Oder sagt ihr, nee, ist noch alles nicht ganz fertig, ist alles noch ein bisschen Verschlusssache? Oder seid ihr da durchaus bereit, noch ein bisschen zu zeigen? Also überhaupt kein Problem. Wir sind, also wenn noch weitere Fragen sind oder wenn jemand sich das einfach mal angucken will oder mal so ein Probelevel spielen, also viel ist ja noch nicht, aber kann er das natürlich gerne machen. Wir haben das bei uns am C64 eigentlich die ganze Zeit an. Ja, wunderbar. Dann bedanke ich mich bei euch für diese Demonstration. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich denke mal, ich werde mir das fertige Spiel auf jeden Fall zulegen. Und Dankeschön und ich hoffe, es hat euch auch gefallen.